Hallo Leute, da bin ich wieder bei dieser Gelegenheit. Schaut mal, was hinter mir steht. Ein neuer und ein bisschen älterer. Eigentlich wollte ich von dem älteren so ein Short-Video machen. Den werdet ihr bestimmt schon gesehen haben. Aber dann habe ich gesehen hier der 10, was ist das, 50 spiegelverkehrt, der 1052, der steht hinter mir. Eigentlich schon fertig, zugelassen, aber noch kein Drucker drauf. Sehr wahrscheinlich wird von dem, was oben abgemeldet wurde, der Drucker abgebaut und hier reingebaut oder irgendwo kommt noch ein Drucker hin. Auf jeden Fall hat er keinen Drucker. Aber bei dem habe ich was gemerkt, Leute. Etwas anderes, was bei den anderen Bussen nicht gab. Jetzt seid ihr gespannt, was das sein kann, ne? Genau, ich habe auch mit großen Augen geguckt. Ich sage nur eins, der hat eine 100er Zulassung. Ja, und warum? Seht ihr nach dem Intro. Dass unsere Überlandbusse hier die 100er Zulassung haben, das wisst ihr ja, weil das ja Überlandbusse sind. Auch der ehemalige 97, der steht noch da. Der hat ja auch diese 100er Zulassung. Aber ein Linienbus, schaut mal hier, mit 100er Zulassung, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ja, hier der, wie gesagt, der 1052 und daneben steht der 1055, auch 100er Zulassung. Ja, das sind wohl eine andere Art von Bussen, die man auch Überlandbusse oder vielleicht sogar, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich mal die Papiere dann mal gucken. Vielleicht können wir die dann auch für Gelegenheitsverkehr benutzen. Ja, wir schauen mal an. Ihr wisst ja, bei einer 100er Zulassung müssten ja theoretisch auch Sicherheitsgurte dabei sein. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns das mal an. So, beim Vorbeigehen können wir uns den hier mal so ein bisschen schon mal anschauen. Ganz normaler Line City, hier ändert sich nichts. Das finde ich ja hier so schön. Hier mit diesem Schutz, das zeige ich auch jedes Mal. Hier, wo ist meine Hand? Hier ist meine Hand. Dass die von Kölner Busse sowas haben. Ja, natürlich sind hier diese Streifen hier alles zusätzlich hier von VKU, war das ja gewünscht, dran gemacht worden. Hier natürlich die ganzen Embleme und das bleibt sich alles gleich. Das sind eben halt die Voraussetzungen, wenn ein Auftraggeber dem Subunternehmer sagt, diese Sachen müssen da dran, dann muss man sich eben halt daran halten. So, bevor wir da reingehen, so sieht es da drin aus. Im Prinzip, wenn man so schaut, nichts Außergewöhnliches wie die anderen ehemaligen Schillingbusse, sage ich mal. Das ist ja der 1026, den hatte ich euch ja schon mal vorgestellt. Warte, ich mach mal so, ist besser. So. Ne? Aber wie gesagt, der hat oben noch Schilling sucht Fahrer. Ja, okay, wir suchen auch noch Fahrer. Könnt ihr auch gerne kommen. Allerdings hat der noch keinen Drucker. Deswegen steht noch die ehemalige, was er gehabt hatte mit den Flipdots, ist so hängen geblieben. So, jetzt aber will ich euch nicht lange auf die Folter spannen und wir schauen uns das Teil mal an. Ich habe natürlich keinen Schlüssel gefunden. Ich glaube, der hat auch keinen Schlüssel. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die Lichter so an. Ansonsten sehen wir hier diesen Spuckschutz. Der ist jetzt ja in jedem Bus fast schon ein Muss. Ey, das reimt sich sogar. So, wer sucht, der findet. Ich habe den geheimen Schlüssel gefunden, was ich euch natürlich jetzt nicht zeigen werde. Und zwar hat er hier zusätzlich noch, ich habe erstmal auch hier gesucht. Bei den anderen war ja hier mit diesem Trennschalter und draufdrücken und bis drei zählen und so. Und bei den ersten Bussen, die wir bekommen haben, war ja hier noch so ein blauer Schlüssel, den konnte man da drehen und trotzdem mit dem Schalter. Aber hier habe ich wirklich lange gesucht, aber dann schließlich gefunden. Schaut mal, was hier drauf steht. Power. Und wenn jemand Englisch weiß, kennt, dann weiß der, ah, Zündung, ne? Und schon geht Zündung an. Und wenn man weiter drauf drückt, jetzt fängt er natürlich an, weil er noch keine Luft hat. Wenn man weiter drauf drückt, dann müsste der Motor angehen. Aber den machen wir jetzt erstmal nicht an. Ne, ich erzähle euch noch so ein paar Sachen dazu. Das ist interessanter. Und dann machen wir den Motor natürlich auch. Aber in der Zeit machen wir Zündung mal wieder aus. Aber Licht hat er da bestimmt innen drin dann. Mal gucken. Das ist für außen. Ja,
Wenigstens Licht haben wir dann da drin. Dann können wir schauen, was der noch so alles hat. Hier das VDV, ganz normal, alles hat sich nichts geändert, die Symbole. Ah, der hat hier noch etwas. Schaut mal, Leute. Das sehe ich jetzt erst. Da hat er Zündung, dann heißt, hier hat er nochmal für Power. Power, also erstmal Zündung geben. Und dann hiermit kann man den wohl starten. Versuchen wir nachher mal. Das scheint echt ein interessanter Bus zu sein. Mal gucken, wie viel Kilometer hat der runter? Kann man den hier schon was gucken? Wartet. Ah, ist zu dunkel. Ich zeige euch das gleich oder ich sage euch das gleich. Ich habe auch schon ein paar technische Daten von dem. Der ist von 21.04.2010 Baujahr. Aber der hat 235 kW. Das ist schon recht viel. Und was hat er noch? 43 Sitzplätze, 35 Stehplätze und ein Rollstuhl. Fällt euch was auf? 43 Sitzplätze. Hallo, das hatten wir ja noch nie. Wie gesagt, hier kommt noch der Drucker hin. Der ist noch nicht da. Aber jetzt drehen wir uns um und haltet euch fest, was ihr sehen werdet. Habt ihr sowas schon mal gesehen? So einen Bus mit zwei Sitzen rechts, zwei Sitzen links und natürlich, wovon ich vorhin gesprochen hatte, die Sicherheitsgurte. Leute, ich habe noch nie in so einem MAN Line City so mit Sicherheitsgurte einen Bus gesehen. Und wenn ihr so schaut, Sitzplätze jede Menge. Selbst die Vierergruppe hat sich hinten geändert. Da gehen wir gleich hin. Aber ich habe die Befürchtung, dass er gleich nicht angeht. Ich lasse den mal lieber an, weil merkt ihr, das Licht ist ein bisschen schwach. Bevor wir nach hinten gehen, gemeinsam Verbraucher ein, ohne Zündung, seht ihr? Mal gucken, machen wir mal Zündung nochmal an. So, Power. Mal gucken, ob das tatsächlich mit dem Teil hier klappt. Ja, und man braucht nicht auf 3 bis 3 zählen. Der hat Saft da. Ah, jetzt gehen die Lichter hinten auch an. Okay. Theoretisch könnte ich den auch rausfahren, aber man sieht ja schon einiges. Das sollte eigentlich nur eine Kurzvorstellung sein. Und jetzt können wir auch sehen, der hat 597.038 Kilometer gelaufen. Gut, den machen wir mal wieder aus. Saft hat er. Ich habe nur Angst gehabt, dass wir die Batterie am Arsch machen. So, jetzt gehen wir mal weiter hier durch. Schaut mal hier. Hier hat sich nichts geändert, außer dass die hier auch genau Anschnallgurte haben. Auf der Seite auch. Hier hat er gar keinen Sitz. Da kommt sehr wahrscheinlich so auch wieder so ein Sitz rein. Hier kann man an den Spuren noch sehen, war bestimmt dieser Automat, Verkaufsautomat hier irgendwie eingebaut. Mal gucken, was die hier für eine Lösung haben. Da er noch nicht rausgeht, so wird er bestimmt nicht rausgehen, kommt da bestimmt so ein einzelner Sitz drauf oder vielleicht so eine Zweier. Mal gucken, wie die das lösen. Wir gehen mal weiter. Selbst hier hat er Sicherheitsgurte. Hier hat er Beckensicherheitsgurte. Wie ihr sehen könnt, der hat die ganze Reihe. Alles, jeder Sitzplatz hat ein Sicherheitsgurt. Auch der Rollstuhlfahrer hat ein Sicherheitsgurt. Wirklich ein interessanter Bus. So in dieser Form habe ich den auch noch nicht gesehen. Das ist hier der Platz hier für den Rollstuhlfahrer. Hier ist die Rampe. Hat sich nichts geändert. Hier kommen noch Endwärter rein. Aber die Sicherheitsgurte und so, alles da. Ja, wunderbar. Na, herrlich. Und die Vierergruppe vermisst ihr bestimmt auch. Habt ihr bestimmt in dieser Form auch noch nicht gesehen. Normalerweise ist hier ja diese Vierergruppe, aber hier haben wir jetzt, dadurch haben wir ja auch ganz viele Sitzplätze dazu gewonnen. Ja, so ein Blick mal von hinten. Ich mach mal ein Foto gleich so und werde es als Thumbnail benutzen. Weil das ist wirklich ein interessanter Bus. Hier liegt noch was, wird noch verbaut irgendwo, keine Ahnung. Soll uns jetzt nicht stören. Wir machen ja auch keine Probefahrt damit, weil ich nicht weiß, was mit dem Bus ist.
Dann machen wir auf jeden Fall eine Probefahrt gemeinsam, um mal die 100 richtig auszunutzen. Vielleicht fahre ich auch mal auf der Autobahn oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein wirklich interessanter Bus. So, wir lassen den mal laufen und gehen nach hinten und hören uns den Motor an, ob der irgendwie anders ist, weil er ja diese 100er Zulassung hat, oder ob man das nur von der PS-Zahl eben halt merkt. So, da kommt. Gehen wir mal zusammen nach hinten. Also, wie ich das sehe, hat sich hier nichts geändert oder ich sehe nicht viel, außer dem Teil, dass er mehr kW hat. Aber ansonsten alles gleich. Auch hier kann ich den ausmachen. Super. So, das war's in groben Zügen. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wirklich ein interessanter Bus. Ich freue mich schon auf das Fahren, wenn mal der Drucker drauf ist und ich den eines Tages mal zum Fahren bekomme, dann werde ich den natürlich mal austesten, weil interessiert mich schon, weil 80 war ja immer der Arsch ab, aber jetzt hat er ja 100er Zulassung, dann können wir den mal ein bisschen dreschen, heizen, wie immer, was immer ihr auch wollt. So, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich jedes Mal, wenn unter den Kommentaren Wünsche da sind, wenn ihr noch eigene andere Wünsche habt, was ich hier bis jetzt noch nicht vorgestellt habe oder gezeigt habe. Einfach nur mal reinschreiben. Ich lese mir alle Kommentare, wie gesagt, und werde, wenn es machbar ist, auf die Wünsche eingehen. So, in diesem Sinne, bleibt weiterhin gesund. Corona ist wieder im Anmarsch, habe ich das Gefühl. Ansonsten sieht man sich wieder auf den anderen Kanälen oder wieder hier auf unserem Hauptkanal bei Memedoe. Ciao, Leute.